Heute ist ein Leben ohne Handy oder ohne Notebook kaum noch vorzustellen. Man braucht sich nur mal umgucken, wie viele Leute tagtäglich ein Handy in der Hand haben. Das bedeutet, dass wir mehrere Stunden am Tag nicht viel weiter schauen, als unser Arm lang ist. Früher war das anders, da haben wir mal ein Buch gelesen oder mal eine Zeitung gelesen. Aber heutzutage, da wir so viel in die Nähe schauen, kann man sagen, dass unser Auge mehr oder weniger das Sehen in der Ferne verlernt. Zudem sitzen wir sehr viel in geschlossenen Räumen bei künstlichem Licht. Dabei ist das Sonnenlicht wirklich wichtig für unsere Augen. Dazu gibt es ein paar interessante Zahlen. In Europa ist es so, dass fast die Hälfte aller 25- bis 29-Jährigen mittlerweile schon kurzsichtig sind und in einigen Städten Ostasiens sogar bis zu 90% aller Studenten. Experten vermuten, dass bis zum Jahre 2050 etwa die Hälfte der Weltbevölkerung kurzsichtig sein könnte. Falls ihr noch mehr zum Thema Kurzsichtigkeit erfahren wollt, folgt einfach dem Link hier unten im Video.